Hier können Sie nicht einfach nur einen Kaffee bestellen, weil einen Kaffee bitte, das bringt hier nichts, weil hier gibt es ja, so roundabout 15 verschiedene Kaffees, die Sie hier direkt bestellen können, um sie zu trinken. Dann gibt es hier auf der Seite den Verkaufsladen. Hier gibt es ungefähr 40 Kaffees sogar zu kaufen für zu Hause oder als kleines Geschenk. Und wirklich alles mit dabei. Da oben an der Tafel sehen wir es. Hier gibt es zum Beispiel Kaffee aus Hawaii, der würzig mild schmeckt. Was ich auch nicht wusste, es gibt Kaffee aus Gran Canaria. Ja, da machen viele von uns Urlaub, dass da auch Kaffee angebaut wird. War mir jetzt neu. Der schmeckt nach einer Note von Melone sogar. Also wirklich sehr, sehr viele Raritäten mit dabei, die es hier zu kaufen gibt. Natürlich gibt es hier auch schön lecker was zu essen. Verschiedene selbstgemachte Kuchen und Torten. Belegte Brötchen werden hier auch angeboten. Naja, und dann sieht man hier auf der Seite den großen Kaffeesaal. Also hier viele, viele Tische, auf denen jeweils eine Kaffeepflanze steht. Und hier können Sie dann den Kaffee und den Kuchen, was auch immer, schön genießen. Und ganz links, das ist ja cool, das ist ja ein großer, großer Laden. Ganz hier auf der Seite, da sieht man eigentlich dann das mit Spannendste, nämlich die eigentliche Kaffeerösterei. Denn hier wird ja wirklich der Kaffee, der hier verkauft wird, der hier auch zum Trinken angeboten wird, der wird hier vor Ort geröstet. Es ist Rohkaffee, der eben in die Röstmaschine kommt und so weiter und so weiter. Das schauen wir uns jetzt erstmal genauer an. So, das hier ist jetzt eben das Herzstück der Rösterei, nämlich die eigentliche Rösterei. Hier sieht man in diesen Tonnen den rohen Kaffee. Der ist grün und riecht eher nach einer Mischung aus Heu. Ja, ein bisschen heuig, ein bisschen grasig, also riecht überhaupt noch nicht nach Kaffee. Dieser rohe Kaffee, der kommt dann in die Röstmaschine. Dort wird er dann ein paar Minuten lang geröstet. Und wenn es dann fertig ist, wenn er dann diese angenehme braune Farbe angenommen hat, dann kommt das Ganze hier rein, in diese große, große Tonne. Das ist die Kühlmaschine. Hier wird der Kaffee dann eben gekühlt. Und wenn er fertig gekühlt ist, dann sieht man hier so mal so ein Gefäß, da läuft er dann rein. Von dort läuft er hier einmal hoch in dieses Gefäß. Und das ist der sogenannte Entsteiner. Also wenn da so kleinere Steine, es können auch mal Nägel irgendwie in so einem Kaffeesack mit drin sein, wenn die dann damit geröstet worden sind, dann wird hier dafür gesorgt, dass wir die aber nicht mit in die Kaffeetüte bekommen, sondern da wird dann wirklich der Kaffee gefiltert und es bleibt dann die reine Kaffeebohne übrig. Ja, hier auf der Seite sieht man die Packmaschine. Da wird der Kaffee dann abgepackt, einfach in so Tüten. Beziehungsweise teilweise ist es auch Kaffee, der dann eben auch direkt gemahlen werden soll, der nicht in ganzen Bohnen verkauft werden soll. Und das geschieht dann eben hier. Hier sieht man das sehr schön. Hier findet dann eben das Mahlen des Kaffees statt und gleichzeitig wird er dann auch abgepackt. Also hier in der Speicherstadt Kaffeerösterei können Sie eben nicht nur Ihren Kaffee genießen. Es lohnt sich wirklich. Es sind wirklich sehr, sehr viele spannende und leckere Kaffees dabei. Sondern hier sind Sie wirklich vor Ort. Das ist einmalig in Hamburg und sehen ganz genau, wie wird der Kaffee eigentlich hergestellt, den ich gerade trinke? Auf jeden Fall ein Besuch wert. Wenn ich mir jetzt diesen ganzen Produktionsvorgang angeschaut habe, möchte ich natürlich auch mal so einen leckeren Kaffee probieren. Ich habe mir einen guatemalischen Kaffee bestellt, der so eine leichte Kakaonote haben soll. Ich werde einmal probieren. Es riecht auf jeden Fall schon mal sehr lecker. Hat sowas Samtenes im Abgang, würde ich einfach mal sagen. Klingt ein bisschen wie bei einem Wein, aber ist wirklich lecker. Toll, dass Sie bekommen auch so eine Kaffeebohne hier. Und die können Sie auch essen. Also wirklich toll, was hier geboten wird.